So, Leute. Wieder zurück. Ja, konnte ich echt schnell reagieren. Y raus und so weiter. Elizabeth. Okay. Diese Banner. Scheint, die Vox haben ihre Lieblingsfarbe gewählt. Ja, sehr passend. Hm. Muss ein Schloss geben. Mach mal auf. Echt? Nicht dieses olle Schloss? Bitte. Kommen doch bestimmt gleich wieder hier. Die Säcke. Vorher gucken wir uns hier mal ein bisschen um noch. Eigentlich hätte das echt nicht sein gemusst, dass ich da sterbe, aber naja, was willst du machen, ne? Traut er sich hierher oder wie sieht's aus? Ja, mit irgendwas hat es doch hier auf sich, oder? Oder soll es das jetzt schon gewesen sein? Mir kommt das vor, als wäre hier so eine Elektrobolt-Geschichte irgendwie. Ist halt auch komisch. Kann nicht irgendwie auf meine Kräfte zurück, ne? Ich habe immer zwei bestimmte Kräfte. Ach, wenn ich die lange gedrückt halte, so geht das also. Okay, genau. Bringt aber nichts. Na gut. Kommt, Freunde. Danach ist deine Familie dran. Die ganze Zeit auf meinen Köder noch geschossen hier. Ja, das muss ich nicht immer noch tun, wa? Ich glaube, von der Zeit her hat das eh ganz gut gepasst, wa? So, hier standen wir doch eben schon, da waren wir doch hier drin. Letters. Und hier kamen wir, ne? Ja, okay. Dann. Will ich doch hier mal gucken, was es hier gibt. Eine gruselige Ecke hier mit viel Nebel. Mach mal das so gut raus. Ist ja grausam. Die mal wieder ein bisschen mit dem Revolver rumlaufen, das ist immer cool.
Boah, so eine Pistole ist noch viel cooler. Dann geht die Treppe runter. Ja, ja. Mehr vom besten Wein, Jack. Ich sehe ihn! Oh, die wurde umgelegt. Hab ich die aus Versehen umgelegt? Ich werde nachher wohl in der Aufnahme sehen. Heute Nacht schlug der Prophet gegen seine politischen Gegner los. Er predigt Gnade, aber 40 Menschen liegen heute tot in anonymen Gräbern. Wenn es einen Menschen gibt, der Gnade unwürdig ist, dann ist es mein Mann. Doch als ich jenseits aller Vergebung stand, bot er sie mir trotzdem an. Wie kann ich jemandem die Vergebung verweigern, der sie mir so liebevoll gewährte? Kann schon sein, dass ich die aus Versehen umgelegt habe, so wie ihn auch gerade, ne? Hätte jetzt nicht gedacht, dass das geht, aber gut. So. Na gut, dann ist das so. Elisabeth, hilfst du mal? Mal schauen. So. Reicht's aber, ja. Packe ich gar nicht lange hier. Was sollen denn diese Späße? Da hörst du diese Musik, dann weißt du schon, was los ist. Du wirst schwieriger zu entdecken sein von automatisierten Geschützen, Zeppelin und motorisierten Patriots. Das klingt gut. Die lege ich mal an. Aber irgendwie wäre es mal interessant auch zu gucken. Es wird nämlich immer ein bestimmtes umgeändert und naja. Okay, beim Töten wechseln, Feinde betäubt. Na gut, belassen wir es einfach dabei. Das ist alles schon ganz cool. Das Schloss klingt hier einfach so vor sich hin, ist aber nichts Einsames. So, sollen wir ja hier weiter. Da hoch wahrscheinlich, ne? Weil die auch einfach dahin soll. Alles kaputt. Wie soll sich die Stadt hier davon erholen? Am besten gar nicht. Da geht's. Am besten gar nicht, sagt er. Nee. Nicht alleine gerade, weil keine Ahnung, wer da so was kennt. Ach, mir jetzt mal. Okay. Ich bin mal beim Aufräumen. Ich
Oh, und da fliegt er. Aber ich habe direkt gesagt, war das. Hinten, ja. Hey, oh. Du bist Satzel wohl mal hier. Wir haben Munition, Waffen, alles was tödlich ist. Maschinengewehr. Öffne ihn. Schon dabei. Kann ich denn mit dem Frachtwagen mal jetzt anfangen? Wo kommen wir denn hin, wo wir sonst nicht hinkommen? Irgendwie nirgendwo. Na gut. Ist okay. Elizabeth! Okay. Alter Seemann! Da kommen wir rein, wenn die so gnädig sind, die Bude aufmacht. Bitteschön. Guten Tag. Ungewöhnlich ruhig wieder hier. 50%ige Chance, dass ein Nahkampfziel betäubt wird. Ob was? Ja, komm. Jetzt nehmen wir und dann ist gut. Ein Haufen Zeug hier. Oh. Ein Audio-Lock. Vor allen Männern sah der Sergeant mich an und sagte: In ihrem Stammbaum gibt es ein, zwei Tippis, oder, Junge? Diese Lüge, dieser Rufmord hat mich von da an stets verfolgt. Von diesem Tag an nannte mich keiner mehr seinen Kameraden. Erst als ich die Tippis mit den Squaws dahin niederbrannte, betrachteten sie mich als ihresgleichen. Nur Blut kann Blut tilgen. Weißt du, ich denke ständig an diesen Traum von dir. New York in Flammen. Irgendwas ist damit. Da soll ich hin, dann will ich mich hier erstmal nochmal umgucken. Vielleicht gibt es hier noch was im Eck. Gut versteckt, aber eher nicht. Na gut, dann gehen wir darüber. Memorial Gardens. Ups. Das hat mir praktisch ganz gerne wieder hätte. So. Und schauen wir mal hier. Oh, lauf mir nicht vor die Füße, dumme Nuss, ey. Eins hasse bei diesem Spiel ist es, dass sie mir so krass vor die Füße läuft. Das gefällt mir gar nicht. Hier meine ich mich jetzt gerade tatsächlich zu erinnern. Hier, für die Kasse. Ja, dann. Diese Treppe da, das gefällt mir überhaupt nicht. Ich erinnere mich an irgendwas, aber nichts Gutes. Ich habe schon mal keine Moneten mehr hier. Das Zeug. Boah, denn? Hm.
Erstmal schön außen rumlaufen. Was ist hier noch so? Wie weit kommt man denn hier? Was ist denn hier überhaupt was? Ah, Pick und so. Ja, und jetzt ist alles ganz schön kaputt. Viel weiter kann es ja hier eigentlich nicht gehen. Er zeigt uns ja glücklicherweise den Weg, ne? Sieht nicht schön aus hier. Kein Ort, der mir gefallen will, so von. Diese Silberigels können den Wert verlieren, aber Gold ist wertbeständig. Der Bursche hier hatte Karies. Seid ihr friedlich oder feindlich gewesen? Feindlich gewesen. Okay. Was ist denn hier so überall hin? Oh, hier könnte man sich Medikits spawnen. Das ist auch cool. Okay, so mega groß ist dieser Friedhof hier nicht. Zum Glück. Auch noch mal, gäbe es auch noch mal Medikits. Oh. Gut, Tess. Zweimal. Horror, einfach Horror. Oh nee, ist klar. Gut, Tess war doch von diesem Pfeifen da die eine oder nicht? Das ist schräg. Weil die halt dann irgendwann da noch mit diesem einen Typen da ganz zu Anfang mit dem Klavier dann irgendwie mal so wo steht und wirres Zeug erzählen, ne? Nicht schön. Gibt es noch Lockpicks? Wackelt's ein bisschen. Nicht schön aus hier. Gatling Gun. Hier. So, komm mal raus. Das ist was, worauf ich Bock habe. Ja, dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Bioshock Infinite. Bis dahin, macht's gut oder besser.